Hey meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack zusammen mit mir alleine. Gestern die Folge war ja mal richtig geil, als ihr wisst ja, wenn ihr gestern die Folge nicht gesehen habt, Link in der Videobeschreibung, guckt sie euch an. Kevin hat uns verraten. Kevin ist zur Rebellion gegangen. Das habe ich nicht erwartet. Ne? Also als wir gestern Kevin dann gefangen genommen haben, war der Zinus, der hat einfach Zinus ermordet. Einfach so. Dachte ich mir so, yo, den müssen wir jetzt gefangen nehmen, bla bla, wurde ja dann von Revi befreit. Und es gab dann gestern auch noch so einen kleinen Kampf. Eventuell spiele ich das hier ein. Katze mir auch die ganze Zeit. Warte mal ganz kurz. Aber ich will Kevin kommt zu euch. Ja, so, der kommt, Digga. Ja, da. Aber ja, da, der wird da den Tee platzieren. Da wird er den Tee platzieren von außen. Müsst ihr aufpassen. Nein, guck mal, wo er kommt rein zu euch. Er kommt rein. Der ist hier, Patrick. Ja, lass ihn ficken. Jetzt kommt der Stern. Alter, ich muss. Alter, die kommen? Ja. Patrick, warum läufst du denn vorbei? Ja, wo ist sie denn nicht? Ach, da ist der. Ah, da sieht man den Nametag. Ich hab ihn da dreimal getroffen. ich hab Manu getroffen. Könnt ihr bitte aufhören, auf mich zu schießen? Dreimal getroffen. Komm doch raus, komm draußen, helf mir! Ja, hey, hier ist einer gewesen gerade. Hey, jemand ist hinter uns, oder? Alles. Ja, ich bin ja, irgendwie. Hier. Nee, trotzdem hab ich das Gefühl, raus, dass jemand hinter uns ist. Mann, ich hab nicht mal Pfeil und Bogen, was soll ich tun? Oh, ich hab Patrick getroffen. Boah, ich sterbe gleich, ne? Ja, geh mal rein. Ich hab ihn schon zwei, dreimal getroffen. Mann, warum steht das denn nicht? Der hat Trank der Regeneration getrunken. Ich hab einen. Geht da raus, kommt doch wieder rein, Digga. Ihr seid One-Shots. Clem, hier ist er doch. Neben dir. Leute, ne? Ihr seid echt nicht taktisch schlau, ne? Kann das sein? Alter, wo kommt man hier wieder rein? Ja, ich bin tot, Leute. Entschuldigung. Geh mal weg, Pep. Entschuldigung. Mein TNT liegt noch da unten, ne? Na egal, scheiße. Oh, Gamerstam ist hier, ne? Oh, ich hab ihn mit seinem eigenen TNT verletzt. Ja, egal, der hat eh Regenerationstrank. Ich hab auch, ich kann auch. Klim PvP, ich mach neuen Channel auf. Ja, geh mal raus, ich hab krassen Bogen. Ah, hier ist übrigens ein Netherportal. Och, Mann! Du musst das reparieren, Skateboard. Boah, Junge, Alter. Ja, weil ich Obsidian dabei hab. Achso, kacke. Ich hab dich schon gelöscht. Könnt ihr meine Sachen bitte einsammeln? So richtig late. Wie schlecht, Digga. Boah, hier ist ja voll die Schießerei. Ja! Oh, ich hab keinen richtig hart getroffen. Oh, nee, also das ist gewollt. Oh, fuck. Early Boy. Ja, wir haben eh keine Chance gegen die. Die sind halt voll am Tryhard, Digga. Ja, wo? Ja, keine Chance. Hier ist wer unsichtbar bei mir! Das Problem, ja, dann töte ihn. Das Problem ist, die haben Equipment des Todes. Geh mal weg, Patrick. Ja, dann lass sie doch einfach in Ruhe. Ja, können wir vielleicht eine Mauer bauen? Weil bei 1.10 ist das so. Ich hab Revi von der Mauer geschossen. Guck mal, hier hinten. Gamerstein versucht jetzt von hinten anzugreifen. Was aber Abhorn, Digga. Die Sache ist, ich lock mich hier einfach gleich. Boah, Pat, hey, oh, sorry, Patrick. Hey, Dings hat so einen Skillschuss. Baluishi ist so wie schlechter als meine Schwester, Mann. Was spielt mein? War das Problem, er hat von hinten belagert von vorne. Ich Nein, muss ihn mal umdrehen. Ich hab meinen Bogen gedroppt. Ich treff die ganze Zeit, die fallen immer runter und kommen wieder runter. Oh, Leute, was mach ich jetzt? Ey, Kevin hat meinen Bogen genommen, ne? Kevin hat meinen Bogen genommen. Der hat ihn geklaut. Weil ja, da drüben ist er, ich sehe ihn. Egal, ich hol mir einen neuen. Lass einfach abhauen, ich geh nach Hause, ich hab keinen Bock mehr. Ich treff die jetzt noch. Boah, krass, die haben mich getroffen. Aua. Ja, wow, die treffen mich die ganze Zeit. Lass einfach abhauen. Ich bin tot! Ja, verdient, weil ihr mir nicht zuhört. Ja, ich war gerade auf dem Rückweg, ich hatte keine Chance. Ja, Rückweg seit ich will flüchten. Ich kam leider nicht weg. Ja, schön für dich, warum gehst du auch raus? Sorry, Digga. Ja, unten. Fuck. Einfach auf mich, einfach chillen. Leute, jetzt können wir gemeinsam hier in der Hauptstadt gar nichts tun. Wenn ich das jetzt nicht vergessen habe, habe ich das eingespielt. Eigentlich habe ich mir so gedacht, yo, ich will Revi in Ruhe lassen. Und ich möchte ihn auch in Ruhe lassen. Aber Revi will ja nicht in Ruhe gelassen werden. Der will einfach nicht in Ruhe gelassen werden. Wenn wir im Teamspeak sind, privat und miteinander labern und chillen, wisst ihr, was er sagt? Wenn du Eier hast, komm, greif mich an. Der provoziert mich schon privat, also abgesehen vom Crafting. Wenn ich bei ihm in Köln bin oder im Teamspeak, dann sagst du, yo, Patrick. Du schaffst es niemals, meine Rebellenbasis einzunehmen. Und ehrlich gesagt, habe ich gar kein Interesse, diese Rebellenbasis einzunehmen, weil ich habe ja selber gesagt, yo, wenn ich König bin, dann kann jeder im Frieden leben, wie er möchte. Kann ja auch machen, aber jetzt mal ehrlich, Leute. Revi hat ja Kevin beauftragt, das wissen wir, dass er Zinus ermorden soll. Jetzt denk mal ganz kurz nach, Freunde. Ist das okay? Einfach so? Denkt mal nach und dann denkt euch mal nach und schreibt mal in die Kommentare, ist das okay, dass er einfach einen Bürger von mir ermordet und dann sagt ihr mir, ich soll Revi in Ruhe lassen. Schämt ihr euch denn überhaupt nicht, diese Aussage überhaupt in die Kommentare zu verfassen? Wenn er einfach meine Bürger grundlos ermordet. What the fuck, Alter? Ich brauche auf jeden Fall so. Jetzt habe ich mir was überlegt. Ich sammle auch gerade dafür ein paar Rohstoffe. Und zwar ist ja Felix, also Rotpilz, ist jetzt wieder aktiv in der Stadt. Und der ist ja meine Rechte an. Also eigentlich sollte das Kevin sein, aber Kevin hat uns ja verraten. Aber ich weiß ja von Felix, dass er uns auf jeden Fall nicht verraten wird. Weiß ich, dass er uns nicht verraten wird. Wir nehmen ein paar Rohstoffe und ich habe vor, auf jeden Fall, mich jetzt in den nächsten Tagen damit zu beschäftigen, eine heftige Belagerung Revi, an Revi durchzuführen. Und dafür brauchen wir Materialien.
Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, nachdem ihr diese Folge geschaut habt. Petrit macht dies, macht das. Also guckt euch einfach die Folgen an und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denn jetzt für Vorschläge habt, um Revi anzugreifen. Es gibt ja, Minecraft gibt ja viele Möglichkeiten, um jemanden anzugreifen. Und diese werden wir jetzt auch nutzen. Bitte, ich werde euch erstmal zeigen, was ich vorhabe. Wieso ich hier TNT habe, braucht ihr nicht wissen. Das habe ich ja von der Schlacht, habe ich das ja entnommen. Feuerwerksraketen brauchen wir nicht. Eine Diamanthau brauchen wir auch nicht. Zaubern wir mal ganz kurz. Essen brauchen wir eigentlich. Ich sage euch mal, was mein Plan ist. Und zwar, wir wissen ja, wo Revi ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt über Baloo's Gang dahin soll. Kritischer Hase, ehrlich gesagt. Oder über die Berge. Ich möchte auf jeden Fall nur so ein bisschen was wir fressen hier, bevor wir losgehen. Welcher Hobbylose hat diesen Gang zugebaut? Oh nö, Alter. Die haben den Gang hier bei Baloo zugebaut. Dann kann ich mal das Ganze zeigen. Guck dir das mal an, die haben das alles zugebaut. Oh, das kann ich jetzt nicht hier alles wegmachen. Das werde ich offscreen alles machen. Fuck. Wir müssen, ja. Das Problem ist, wieso bauen die den zu? Ich weiß den Weg auch so oder so über die Berge. Dann gehen wir halt jetzt über die Berge. Mir egal. Ohne Spaß. Nehme ich einfach meine Effizienz 5 Spitzhacke und dann rush ich da durch. Kein Ding, Alter. Ohne Spaß, Alter. Kevin, du Verräter. Erstmal verrätst du mich, wo ich überhaupt nichts getan habe. Wisst ihr, was der Grund ist von Kevin, warum er mich verraten hat? Weil ich einen fucking Eisbären getötet habe, Leute. Ich habe einen Eisbären getötet. Und die Eisbären sind bei ihm heilig und das wusste ich halt nicht. Und deswegen hat er mich verraten. Dann nehmen wir so, okay. Und ich habe mich auch so entschuldigt bei ihm. So richtig entschuldigt. Yo, Digga, tut mir leid. Wollte ich echt nicht. Wusste ich halt nicht. Und er so, nö, ist mir egal. Und ich habe mir so, hä? Also, ich weiß nicht. I don't fucking know, man. But the thing I know is that I will go to Revi and belager ihn. Freunde, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, bis wann ihr noch Ferien habt. Mit Datum würde mich mal interessieren, bis wann ihr denn noch Weihnachtsferien habt. Wann ihr dann wieder leider zur Schule müsst, aber würde mich mal echt interessieren. Und heute kommt auf meinem Real-Life-Kanal ein Video bezüglich, ich wurde ja auf Instagram gehackt. Ein paar Leute haben es vielleicht über Twitter mitbekommen. Und dazu werde ich ein Video machen, einfach mal so ein bisschen Talkerei und so. Könnt ihr euch gerne gönnen. Kommt aber heute Abend. Also das Video kommt ja, denke ich mal, so gegen 15 Uhr oder so. Und das Video auf dem Real-Life-Kanal kommt dann halt gegen 19 Uhr oder so. I don't know. Wieso abends halt, ne? Da ja eh Wochenende ist. Könnt ihr euch das eh reinpfeifen? Okay. Da ist die Feste von Revi. Ist da jemand? Nee. Die bauen da irgendwie so eine Eiswand. Ich verstehe nicht, was für ein Sinn diese Eiswand sein haben. Oh, da ist Obsidian. Okay. Ich überlege gerade, wo wir unser Belagerungscamp bauen sollen. Ich bin echt am Überlegen. Hier ist das eigentlich voll gut. Kann das sein? So, einmal den hier. Ach nee, Alter. Normalerweise, ey, ohne Witz, ne? MLG eigentlich so oft. Das ist kacke, dass es jetzt dunkel ist. Die gehen einfach nicht an Feuer. Das ist geil. Hat er Dornen drauf? Nee, das ist nur von hinten am Angreifen. Hier würde ich sagen, bauen wir unser Camp. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Hier ist es eigentlich für ein Camp am geilsten. Und wie fängt man ein Camp an? Mit einer fucking Workbench. Ich werde auf jeden Fall auch überlegen, Fallen hier hinzubauen. Einfach aus dem Grund, weil, ja, nicht, falls Revi das Lager hier finden sollte, dass dann einfach, ja, Revi hier nicht so einfach reindringen kann und einfach alles kaputt machen kann, sondern dass er einfach hier von hier fern bleibt und einfach diese Belagerung auf sich nimmt. Also, dass er die einfach akzeptiert. Da ist ein Enderman. So. Hör auf, geh weg. Meine Güte, kann ich mal in Ruhe gelassen werden. Also, das ist hier echt schon gut versteckt. Also, besser geht's halt echt nicht. Kann halt sein, dass das immer übersieht. I don't know. Ah, leider nicht mehr so viel Holz. Da muss ich auf jeden Fall offscreen. Ich werde auf jeden Fall auch anfangen, dann hier offscreen immer zu bauen. Ich werde auch Rotpilz beauftragen. Ich werde ihm eine Nachricht hinterlassen. Bei ihm zu Hause, dass er dann hier hinkommen soll. Und dass er dann hier ein bisschen, ja, mir helfen soll, als rechte Hand das geil zu machen. Da oben ist ein Loch, das will ich jetzt eigentlich am liebsten zumachen, aber ich habe kein Direkt. Das ist nicht sehr gut. Auf jeden Fall, meine lieben Freunde, wird hier ein Belagerungscamp entstehen. Hier werden wir uns versammeln, wenn wir Revi belagern. Ja, natürlich werden auf jeden Fall alle Teilnehmer wie Skate, Klüm, Manuel, Early Boy, Sinus, Rotpilz und viele andere. Okay, so viele sind wir gar nicht mehr. Bescheid bekommen, langsam aber sicher. Wir werden hier erstmal undercover ein bisschen bauen und langsam werden die Leute Bescheid wissen, was da abgeht. Und wir werden dann irgendwann in einer Woche, bisschen mehr als einer Woche, einen gigantischen Angriff, also so in 10 Tagen, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da einen gigantischen Angriff starten.
und dann hoffentlich die Rebellen stürzen und uns dann mit ihnen wieder vertragen können. Das wäre geil. Und ich bin auch mal gespannt. Ich wollte mich, da ich ja König bin, mich auch für das End einsetzen, dass das End aufgemacht wird. Also, ich werde auf jeden Fall hier offscreen arbeiten. Vielleicht mal in Streams werde ich hier arbeiten. Ja, das ist ein gutes Stream-Projekt eigentlich. Stimmt. Freunde, bald werden wieder Streams kommen. Also heute nicht, aber ich probiere mal vielleicht morgen einen Stream zu machen. Auf jeden Fall sagen, meine Freunde, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ja, abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Vor allem jetzt wieder mit dem Belagerungscamp. Solltet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden sein. Und in diesem Sinne, haut rein. Schönes Wochenende und tschüss.